Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und ja, nach der letzten etwas interessanten Folge, wo ich ziemlich viel gezeitraffert habe, habe ich mir gedacht, den Rest von diesem Gegrinde, also das Ganze zu wiederholen, bis ich genug SP zusammen habe, erspare ich euch jetzt einfach mal, weil das nochmal über eine Stunde gedauert hat. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen, und zwar unter den Saves habe ich extra einen neuen Save-Spielstand gemacht. Das war unser Alter, wo ich am Ende der letzten Folge abgespeichert habe. Man kann also sehen, ich habe ganze zwei Level gemacht. Und Spielzeit war fast 10 Stunden bei unserem Alten, jetzt sind es über 11. Also habe ich über eine Stunde gebraucht, um die restlichen SP zusammen zu bekommen. Und die will ich jetzt mit euch zusammen ausgeben. Erst einmal reduzieren wir den Mana-Verbrauch. So. Das Ganze können wir zweimal machen. Ist das erledigt? Jetzt haben wir noch Boost Recovery erhöhen, damit sich unser Boost schneller auflädt. Und die Fähigkeitserholung erhöhen. Was auch immer das nochmal macht. Ich schätze mal, dadurch laden sich die Fähigkeiten schneller auf, wenn wir sie denn aufladen. Und ja, wie man sehen kann, alles ist dann. Es gibt also nichts mehr zu erhöhen. Wir haben alles erhöht und wir haben noch 123.000 so SP übrig. Also schon ein Stückchen. So, und damit geht es jetzt ab hoch auf den Turm der Dämonen. Und ja, ich teleportiere mich nicht hoch zur letzten Statue, sondern ich gehe den Treppenweg. Einmal, um noch ein bisschen die Spannung aufzubauen und zum anderen, um noch mal zusammenzufassen. Also, Roy ist jetzt leider gestorben. Dafür haben wir Zava und Keshkal besiegt. Und beide sind zu Staub zerfallen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Dallas. Und der erwartet uns oben auf diesem Turm. Das sieht übrigens ziemlich krass aus, diese Gegend. Aber hier geht's schon raus. Und hier verstummt auch die Musik. Hier speichern wir ein letztes Mal ab auf der Turmspitze. Und dann geht es jetzt los hinauf. Ja, großes böses Ritual. Lidiria. Judika. Ah, wenn das nicht das Tova-Mädchen ist. Und da haben wir wieder den schwierigen Dallas. Ah, ich muss zugeben, ich bin überrascht. Ich hätte niemals erwartet, dass ein machtloses Kind wie du die erste hier oben wäre. Also die erste, die hier oben ankommt. Immer noch so gesprächig, Dallas. Lass einfach Lady Rhea frei und übergibt die schwarze Perle. Ich fürchte, ich kann das nicht tun. Er wird immer noch so ruhig. Sie sind beide sehr wichtig für meine Pläne. Schau. Deine Pläne? Du meinst das Ritual, damit der Solomon-Schrein aus den Wolken fällt? Warum so viel Ärger, um das zu tun? Was erwartest du dir davon? Ach komm schon, ist es nicht offensichtlich? Um die dämonische Essenz ganz zu machen, brauche ich die volle Kraft der schwarzen Perle. Und im Augenblick wird die meiste Kraft benutzt, um euren geliebten Schrein dort oben zu halten. Also muss... Also um meine Macht zu bekommen, um meinen Preis zu bekommen, muss eure Art ihre Flügel verlieren, wenn man das so sagen kann. Warte, also tust du das alles nur, eine Armee aus Dämonen sammeln,
unschuldige Leute töten und Leid auf einem großen Ausmaß verursachen, nur um die Macht zu stehlen, die unseren heiligen Schrein in der Luft hält. Ja, also wenn du es so betrachtest, ja, das ist es auf lange oder kurze Sicht. Und du siehst, nur die heilige Kraft der Göttin ist in der Lage, die schwarze Perle zu kontrollieren. Und solange solange sie ihre Interessen nicht in eine andere Richtung steuern, habe ich leider keine andere Wahl, als dieses zu tun. Du und jeder, der dir dient, ist ein Monster. Aha, vielleicht. Aber ich bin sehr, ich mag meine Monsterheit sehr. Mein Monster-Dasein. Und nun muss ich, die Kraft deiner Lady Rhea von ihr absaugen. Oder wie man das auch immer übersetzen möchte. Bald wird die dämonische Essenz ihre perfekte Form erhalten. Zur Hölle. Ich werde nicht zulassen, dass du sie anwirst. Aua. Böse Barriere. Ah. Du verschwendest deine Zeit. Erinnere dich, du bist keine Magierin. Oder keine Zauberin. Du bist einfach ein kleines Mädchen, was wild mit großen scharfen Objekten um sich schlägt. Und ich bin hinter einer sehr soliden Barriere. Julika nicht. Er hat die dämonische Essenz in sich aufgenommen. Selbst mit dem Schwert des Vaters bist du nicht in der Lage, ihn zu berühren. Nein. Dämmert es dir langsam, wie schwach du wirklich bist? Vielleicht sollte ich dir eine kleine Demonstration meiner Kräfte geben, um jeden Zweifel zu eliminieren. Das ist es, was es bedeutet, ein Dunkler zu sein. Aua. Ja. Julika. Es endet hier, Julika Tora. Du hättest es besser wissen sollen. Und keinen Fuß in diesen Zirkel setzen. Dein Schicksal wurde besiegelt in dem Moment, als du vor mir erschienen bist. Ich wünsche dir Lebe wohl. Möge das nächste Leben dich besser behandeln. Trotz aller Anstrengung, trotz aller Gefahren habe ich es hier hoch, habe ich es auf die Turmspitze geschafft. Aber jetzt, es ist alles für nichts, ich werde hier sterben. Dad Roy, was soll ich tun? Oh, da fällt mir ein, ich habe was vergessen. Aber das macht hoffentlich nichts. Was? Ich bin am Leben. Tut mir leid, dass ich euch nicht warten gelassen habe, Junika. Da müsste Fina kommen. Ja, mit der gesamten Truppe. Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr eindrucksvoll, dass du es ganz alleine hier hoch geschafft hast. Ihr seid gekommen. Wenn es dir nichts ausmacht, ja. Wir müssen unsere Kraft sammeln und sie auf Julika übertragen. Natürlich. Du zuerst, Fina. Ah, sie tanzen mit ihren Flügeln.
Die heilige Kraft der Göttinnen. Nein, es ist mehr als das, aber wir. Zweifle ich an dir selbst, Junika. Du warst niemals machtlos. Du warst immer stark. All unsere Wünsche, unsere Gefühle und unsere Stärke geben wir dir nun. Nimm sie mit unserem Segen. Lady Rhea, Lady Kina. Ja. Und das rote Lotusschwert ist blau geworden. Und damit können wir einen blauen Phönix loslassen, der dann die Barrieren durchbricht. Ich habe es geschafft. Unmöglich. Na dann. Ich werde nicht erlauben, dass meine Anstrengungen von euch kompromittiert werden. Macht euch gefasst auf meine wahre Stärke, meine wahre Macht. Was tut er? Pass auf, Junika. Er lässt die dämonische Essenz in sich frei. Er will sich verwandeln. Seht euch die perfekte Fusion aus Mensch und Dämon an. Möge dieser Anblick für immer noch eure Augen brennen. Ja, und es geht los. Der Endfight. Eigentlich schwierigste Kampf im ganzen Spiel, jedenfalls als Junika. Hatte ich bis jetzt immer das Gefühl. Du bist hässlich. Dallas, der Endgegner. Und ja, eigentlich ist die erste Phase, die wir hier haben, ist eigentlich gar nicht so schwer. Zumal er uns eigentlich kaum Schaden macht, oder? Aber darauf müssen wir aufpassen. Er hat insgesamt nur 4 Attacken eigentlich in der ersten Phase. Einmal wirft er diese Meteoriten da. Dann verschießt er seine lila Brausekügelchen. Jetzt wird er etwas anspruchsvoller, weil jetzt hat er seine beiden Guard-Dinger hier. Jo. Und er hat ein Schutzschild. Ja. Was wir ihm eigentlich nur zerschlagen müssen. Genau so. Und dann wird er auch noch betäubt. Das macht den ganzen Kampf hier etwas einfacher. So, jetzt hat er einen roten Schutzschild aufgeladen. Den können wir nur mit Feuer durchbringen. Ja, und er selber, er macht immer noch dieselben Angriffe wie in Phase 1. Nur halt seine komischen Dinger da machen angepasste Angriffe. Also lassen hier diese Feuerfische los. Ja. So, den Boost hebe ich mir jetzt mal auf für die dritte Phase, denn er hat 3 Stück. Und die dritte ist etwas gemein. So. So, jetzt haben wir die gelbe Phase. Das hatte das gelbe Schild oben. Das ist eigentlich das letzte Schild, was er hoch macht. Jedenfalls in der Phase. So. Jetzt prügeln wir ihn noch runter. Ignorieren einfach mal das Geballer um uns herum. Und er hat die letzte Phase erreicht. In dieser Phase ist er am gemeinsten. Eigentlich. Ja, hier müssen wir jetzt definitiv aufpassen. Erst einmal müssen seine... Wow, genau das Ding da. Dieses Siegel dürfen wir nicht reinkommen. Das kann uns nämlich definitiv so viel Schaden machen, dass es ungesund ist.
Oh, und das ist noch viel besser. Zum Glück stehen wir aber hinter ihm. Sein Todesstrahl. So, seine beiden Wächter sind weg. Jetzt können wir mal auf ihn einpreschen. Jetzt sind seine beiden Wächter wieder da. Ah, macht er wieder seinen Todesstrahl. Und genau, den sollten wir gucken, dass wir den entkommen. Und ja, was ich vergessen hatte eigentlich, war... nein. Geh weg mit deinem blöden Zirkelkreis da. So, erster Wächter ist wieder weg. Ah, jetzt macht er wieder seinen Zirkelkreis da. Ja. Jetzt ist er wieder bewusstlos. Was ich vergessen hatte, mir anzulegen, war der Ring, war der Anhänger, den wir von Roy geschenkt bekommen haben. Damit würde der Kampf nämlich noch einfacher werden, weil wir halt ein zusätzliches Leben hätten, wenn wir sterben würden. Aber ich glaube, das geht jetzt genauso gut. Ja. Und ja, wenn wir in diesen Zirkel aus Versehen reinkommen, schaffen es diese beiden Wächter da, uns gefangen zu nehmen. Und dann schießt er mit seinem Todesstrahl auf uns und wir können nicht ausweichen. Wir nehmen also vollen Schaden, was ziemlich mies ist. Ja. Okay. So, aber das muss es gewesen sein. So, ja, das war Dallas. Ich hatte den Kampf eigentlich schwieriger in Erinnerung, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich ein paar Level jetzt höher war durch das Grinden. War der Kampf ziemlich einfach und durch die ganzen Fähigkeiten. Haha. Also ist es dazu gekommen. Meine Ambitionen fehlgeschlagen. Durch wertlose, einfältige, machtlose Menschen. Du irrst dich, Dallas. Wir sind vielleicht schwächer, als du denkst. Als du. Aber wir sind nicht machtlos. Egal, was du denkst. Unsere Schwächen sind das, was uns stark macht. Sie bringen uns zusammen und helfen uns, einander zu helfen uns gegenseitig zu unterstützen mit unseren individuellen Stärken. Und wenn wir zusammenarbeiten, gibt es nichts, was wir nicht tun können. Na, solche witzlose Naivität. Aber ich denke, du hast mich damit besiegt. Vergiss nicht, Menschen und Dämonen sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Dämonen wurden geboren im Schatten von Is Herrschaft. Immerhin. Solange Menschen das verlangen, was außerhalb ihrer Reichweite liegt, wird die dämonische Essenz nicht sterben. Unsere Art ernährt sich von euch. Wir werden immer zurückkehren. So wird es immer sein. Für alle Ewigkeit. Unausweichlich. Hahaha, hahaha. Ha, ha, ha. Und Dallas ist auch zu Staub zerfallen. Ah. Yunica, bleib zurück. Was du vor dir siehst, ist die dämonische Essenz. Okay. Das mit den Tropfen, mit den Tränen da. Aber was wollt ihr damit tun? Überlass das einfach uns. Fena, bist du bereit? Ich bin's.
und sie versiegeln die dämonische Essenz wieder in der Perle. Und Zwischensequenz. Die schwarzen Dinger ziehen sich zurück. Beziehungsweise der Turm verliert seine Energie. Oh, und die Dämonen gucken zu. Der Solomon-Schrein ist befreit worden und geht wieder nach steigt wieder in die Höhe. Nicht alles, ein paar Brocken fallen nach unten. Und jetzt sieht Ys, das ehemalige Ys, nicht mehr so dunkel aus. Ich glaube, jetzt hat es die Kraft, sich zu erholen. Genau, jetzt sieht da unten alles wieder schön aus. Aber Rhea und Fina haben ihre Flügel verloren. Was? Aber ich habe wirklich gehofft, dass wir alle zusammen zum Schrein zurückkehren. Warum müsst ihr hier auf der Oberfläche bleiben? Junika, wir haben unsere Flügel aufgegeben, um die dämonische Essenz zu versiegeln. Und die Flügel einer Göttin sind nicht nur symbolische Macht, sondern ein Gefäß für ihre Lebensenergie. Ohne sie ist unsere Zeit kurz. Wir werden bald schlafen. Wahrscheinlich für eine sehr, sehr lange Zeit. Ihr werdet schlafen? Ich fürchte ja. Und es gibt etwas, das ihr für uns tun müsst. Das Siegel, was wir auf der dämonischen Essenz platziert haben, ist nicht perfekt. Die schwarze Perle zurück zum Solomon-Schrein zu bringen, wäre gefährlich. Sie selbst hier zu bewahren, wäre eine Bedrohung. Wenn wir wenn wir eingeschlafen sind, müssen wir und die schwarze Perle begraben werden. Tief in der Erde, weit weg von menschlichen Händen. Ihr meint, wir werden euch niemals wiedersehen? Vielleicht doch. Wir werden an einem anderen Tag wieder erwachen. Und wenn wir das tun, verspreche ich, wirst du die erste Person sein, die wir suchen werden. Aber ihr wisst nicht, wann das sein wird und ob ich immer noch da sein werde. Ich habe meinen Vater verloren, ich habe Rolf verloren und nun werde ich auch noch euch beide verlieren. Es tut mir leid, Junika. Bitte weine nicht. Wir verstehen eure Bitte und wir werden sie gewähren. Ihr könnt auf uns zählen. Beides hier und in der Zukunft. Und in zukünftigen Affären, während ihr schlaft. Ich danke euch, Vater Shion. Wenn ihr zum Schrein zurückkehrt, bitte erzählt den Priestern, was hier vorgefallen ist. Und gebt ihnen unsere tiefste Entschuldigung. Ah, ich beneide euch kein bisschen für diese Aufgabe. Schlechte Nachrichten wie diese
für die 6 Priester wird nicht einfach. Definitiv nicht. Das wird ein Tag, der traurig in Erinnerung bleibt, für immer. Lady Rhea, Lady Fina, darf ich euch eine letzte Frage stellen? Dallas hat, hat bestimmt, dass die Dämonen niemals für immer weg sein werden, solange wir leben. Mein erster Instinkt war es, das einfach eine leere Drohung von einem sterbenden Mann zu betrachten. Aber wenn ich weiter darüber nachdenke, bin ich gezwungen, mich zu wundern. Er sprach die Wahrheit, fürchte ich. Die Dämonen sind nun gegangen, aber sie werden an einem Tag zurückkehren. Wenn das passiert, wann das passiert und was sie dazu anleitet, wird wohl ein Mysterium bleiben. Ich verstehe, sollten wir uns dann nicht darauf vorbereiten, auf diesen Fall? Ich denke nicht, dass ihr das braucht. Ich habe keinen Zweifel. Ich habe keine Ahnung, wann es passiert und ob es passiert. Ich habe keinen Zweifel, wenn und ob es passiert, dass Is sich dagegen stellen wird. Und wir werden da sein, um sicher zu gehen. Es ist Zeit, Fina. Lady Rhea, Lady Fina. So ein trauriges Gesicht. Komm schon, Yunica. Schau uns mit deinem Lächeln an. Es gibt eine Menge, über das du glücklich sein solltest. Du hast deine eigene innere Stärke gefunden und du hast deinen eigenen Mut gefunden. Ohne Magie. Ohne den Nutzen von Magie. Wir können dir nicht genug danken für das, was du getan hast. Du wirst uns immer sehr nah sein, Yunica. Ein wahrer Freund eine wahre Freundin in allen Wegen. Bitte verspreche uns, dass selbst wenn wir schlafen, du dich immer an uns glücklich erinnerst. Dass du an uns denkst als Freundinnen, egal was passiert. Lady Rhea, Lady Fea, natürlich. Wie könnte ich euch über euch als irgendwas anderes denken? Und so wurde die Krise zu einem Ende gebracht im Lande Is, das kurz vor der Auslöschung war. Yunica und die anderen brachten die Göttinnen und die schwarze Perle in den Untergrund, so wie sie es versprochen haben. Danach begannen sie ihre Vorbereitungen, die restliche magische Energie zu nutzen, um zum Solomon-Schrein im Himmel zurückzukehren. Also wirst du nun auch schlafen gehen. Ich denke, es wird sehr einsam hier unten werden. Wenn die Göttinnen wieder erwachen, werden wir es auch. Aber bis dahin hoffe ich auf einen friedlichen Schlaf. Natürlich, schlaf gut, Roda. Leb wohl, Tochter von Tova. Lebt wohl, junge Kinder von Is. Ist jeder bereit? Was, wir gehen schon? Ja. Seitdem der Turm ruhig geworden ist, erhebt sich der Solomon-Schrein immer mehr in den Himmel. Je höher die Distanz von der Oberfläche, umso schwieriger wird der Transport sein.
unser Fenster es zu nutzen ist gering. Ich hasse es auch, mich von diesem Land zu trennen. Aber der Fakt ist klar, wir gehören in diesen Schrein. Es gibt nichts mehr für uns hier. Ihr könnt fortfahren, Vater Shion. Dankeschön. Dino, Eloja, wenn ihr soweit seid. Ja, Vater. Natürlich. Bitte geht in das Dreieck, was wir geformt haben. Tut es so wie damals, als wir hergekommen sind. Die Prozedur ist dieselbe. Junika, was ist los? Oh je, ich denke, ich weiß, worauf das hinausläuft. Also wir haben darüber gesprochen und wir haben entschlossen, hier zu bleiben. Was? Meint ihr das ernst? Ich hasse den Gedanken, die Göttinnen hier zurückzulassen, in diesem dunklen, feuchten Grab, ganz alleine und ungeschützt. Ich möchte nah an bei ihnen sein und über sie wachen, um sicherzugehen, dass niemand ihren Schlaf stört. Ich fühle mich sonst, als würde ich sie im Stich lassen. Das ist ein nobler Gedanke. Habt ihr das wirklich durchdacht? Ich meine, wenn wir weg sind, werdet ihr uns niemals wiedersehen. Das ist eure einzige Chance, nach Hause zu kommen. Um genau zu sein, ist dies hier genauso unser Heim wie der Solomonschrein. Es ist nicht nur weil die Es sind nicht nur die Göttinnen, die wir im Stich lassen, wenn wir gehen. Es wurde wirklich ruiniert von den Dämonen. Und irgendjemand sollte den ersten Schritt machen, das Land wieder schön zu machen. Ja, Junika, die sind da Hugos Meinung. Miusha, die ist in Hugo verknallt. Eines Tages wird der Solomonschrein seinen Weg zurück auf die Oberfläche finden. Und wenn er das tut, werden wir hier sein, um euch zu treffen. Und wir wollen, dass Is dann so schön ist, wie damals, als wir kleine Kinder waren. Wir werden dieses karge Land wieder scheinen lassen. Es ist immerhin Is, unser Is. Ah, ich denke, ihr habt das wirklich gut durchdacht. Ich habe niemals gedacht, euch vier so selbstsicher zu hören. Es scheint so, als hätte jeder uns seinen Teil beizusteuern. Es sind nur verschiedene Stationen. Ich hoffe, unsere Abwesenheit macht kein Unbehagen für euch. Es sind Zeiten wie diese, da ich es vermisse, ein dickköpfiger junger Mann zu sein. Junika Tova, heiliger Ritter von Is, ich habe einen letzten Befehl, bevor wir aufbrechen. Sir, wache über die Göttinnen, so gut du kannst. Wir werden zu weit weg sein, um über sie wachen zu können. Ja, Sir. Es wird nicht einfach sein hier unten. Ich hoffe, du bist bereit für harte Arbeit. Ich werde persönlich diese Nachricht zu euren Familien und denen, die euch nahestehen, tun. Danke, Cecilia. Das wäre großartig. Und mach dir keine Sorgen, Ramona. Wir sind bereit für das. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken kann, für alles, was ihr getan habt. Ich werde euch vermissen und ich werde euch nie vergessen. Kommt, die Zeit ist knapp. Dino, Eoya, wir müssen den Spruch
Königin. Ja, Vater. Verstanden. Und da sind sie weg. Und Solomon schreien. Ja, es fallen immer noch Brocken von ihm ab. Und da ist der Dämonenturm, er steht immer noch. Ich glaube, das Ding kann man auch nicht wirklich einreißen. Is Origin. Ja, jetzt kommt der Abspann. So ein Ödland war das vorher. Ah, ich liebe dieses Spiel. Auch wenn das Ende etwas einen bitteren Nachgeschmack hat. Immerhin sind Rhea und Fina jetzt in einer Grab eingesperrt als Steinstatuen. Roy ist tot. Yonikas Vater ist tot. Yonika, Hugo, Yosha und die. Rico bleiben auf der Oberfläche zurück, während die anderen nach oben gehen. Zurück zum Solomon-Schrein. Obwohl sie hoffen, dass der Schrein bald ihren Weg hinunterfindet. Auf die Erde zurück. Ich kann euch noch mal so viel verraten. Er wird den Weg wieder zurückfinden. Aber das wird eine andere Geschichte sein. Ja, das einzige Mysterium, was wir jetzt haben. Was ist aus Epona geworden? Sie hat ja den Kampf mit Yonika überlebt. Sie ist ja nicht zu Staub zerfallen wie Kishkal, Zava und Dallas. Sie wird wahrscheinlich hier in ihre Heimat zurückgekehrt sein. Was eher die Frage ist, was ist aus dem mysteriösen Mann mit der Klaue geworden? Oh, hier sieht man schon schön ein bisschen im Zeitraffer. Die ersten Gebäude stehen wieder in Is. Hinter dem großen Krater, der einst der Solomon-Schrein war. Und ja, was mit dem Mann mit den Klauen passieren wird, den wir nur zweimal getroffen haben, das erfahrt ihr in unserem nächsten Durchgang, denn da werden wir nämlich ihn spielen. Toll. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und nach diesem Let's Play von meinem Toll One, sag ich's mal, kommt dann Is 1 und 2. Denn da geht die Geschichte gerade weiter. Ja, ein silbernes Schwert. To be continued. Wird fortgesetzt, ja. Merkt euch mal dieses To be continued. Und ich sage noch mal, was, wenn wir beim Toll One durch sind. So, jetzt müssten wir gleich wieder im Hauptmenü landen. Genau. Also, dann verabschiede ich mich hier mal von euch. Danke euch fürs Zuschauen dieses LPs, dieses Let's Plays. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Entweder beim Toll One. Im Durchgang mit Toll. Also mit ihm hier. Oder in anderen Projekten. Vielen Dank und bis dann.